Jo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute habe ich mal ein Bundle, ein Fan-Bundle, und zwar von unserem lieben Hemso, glaube ich, spricht man ihn aus, seinem Album Mr. Criminal. Wie sieht das aus? Mit so einer Einschweißfolie. Okay, das geht sehr leicht auf. Okay, das war's. Sieht sich leer aus. Das Album gibt nochmal Let's Sticker, Poster und ein bisschen, keine Ahnung, T-Shirt oder so. Hier haben wir eine Autogrammkarte. Und hinten steht nochmal Hemso, Mr. Criminal. Dann haben wir noch einen Sticker und so einen fetten Supremo Sticker. Das ist das Label, also immer auch von 18 Karat. Dann haben wir ein einseitig bedrucktes Poster mit dem guten Mann, mit einer, ich glaube, das ist ein, ich kenne mich mit Waffen halt gar nicht aus. Sieht aber sehr schick aus. Das ist ein Mafia-Boss. Zu dem Hauptinhalt kommen wir als letztes. Dann fangen wir jetzt mal mit der CD an. 14 Songs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Features. Einmal Hannibal, Ramo, Kilomatik, Massiv, 18 Karat natürlich, und Olexisch. Ich mach das mal auf. Wenn ich reinschneiden tue, meine Hand. So. Das mag nicht, warum machst du das nicht doch jetzt? Ja, was ist hier los? Sieht einmal von vorne aus, liebe Freunde, und einmal von hinten. Wir haben schon Tracks natürlich. Lassen Sie es mal. Hier haben wir die CD. Leute, eine Sache habe ich noch. Falls ihr diesen Kanal abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch kostenloser, freien Diablo-Bassist einfach mal tun. Da verpasst ihr auch keine Videos. Wie sowas oder meine Mixe, die ich immer hier hochlade auf diesem Kanal. Wir haben halt nochmal die Tracklist. Kleines feines Booklet. Jetzt würde ich sagen, aber wir kommen jetzt zum Hauptinhalt. Das ist entweder ein T-Shirt oder ein Longsleeve ist. Was ist das neu? Hier oben, genau. Kann man es aufmachen. Sehr viel, großartig tun. Ist das ein T-Shirt? Okay. Ein T-Shirt, Größe L, ist das sehr gut. Boah, schon das. Es ist nur vorne bedruckt. Hier steht, warte mal, ich muss kurz begutachten. Hemso 069 steht da und oben ist Supremus. Das sieht schon fresh aus. Hier oben ist halt nochmal so ein Supremus-Ding. Ja, schaut schon geil aus. Direkt am Morgen hier. Das ist schon so ein T-Shirt. Dann, meine Freunde, war es das wieder mit einem weiteren
Unboxing, was mir gestern Riesen-Unboxing-Marathon war, würde ich sagen, Peace out. Bis zum nächsten Mal.